Hi, ich bin Johannes vom Kanal Greenscaping und ich zeige euch heute meine beiden Aquarien. Mein erstes ist mein großes Juwelbecken mit den Abmessungen 80x50x35, welches auch JBL Setup genannt wird. Dieses seht ihr bereits auch schon im Hintergrund. Dieses Becken ist nun circa ein Dreivierteljahr alt und es soll eine Berglandschaft mit einem Fluss oder Weg in der Mitte darstellen. Als Technik benutze ich hier als Filter ein Eheim Professional 4 Plus 250. Den Original-Juwelfilter habe ich aus Platzgründen ausgebaut. Eine Heizung ist bei meiner Umgebungstemperatur nicht notwendig. Auch die Lampe habe ich ausgetauscht, da mir die Original-Juwelbeleuchtung nicht stark genug war. Nun benutze ich eine Dennerle Tokar-LED-Beleuchtung 80 cm. Als Düngung benutze ich eine handelsübliche CO2-Anlage und als Flüssigdünger benutze ich meinen eigenen. Sonst benutze ich keine weiteren Zusätze, bis auf einen Wasseraufbereiter. Als Tiere halte ich in diesem Becken 12 Amano-Garnelen, 4 siamesische Rüsselbarben zur Algenvorbeugung, 15 Neonsalme und 6 Zwergpanzerwälse. Mein zweites Becken ist das Fluvol Edge 1 Aquarium. Es misst in der Breite 43 cm, in der Tiefe 26 und in der Höhe 22,4 cm. Auch hier habe ich den integrierten Filter ausgebaut, da dieser mir zu laut war. Nun filtere ich das ganze Becken mit einem I30 mit Adapter. Als Lampe benutze ich die integrierte LED-Beleuchtung. Diese reicht gerade so, um die einfachsten Aquariumpflanzen, die auch ohne CO2 zurechtkommen, zu halten. Zum Beispiel Anubias, Cryptocoryne oder Buscipalandra. Als Tiere halte ich in diesem Becken ca. 20 bis 30 Red Fire Garnelen, die sich durch ihre Vermehrung aber schwer zählen lassen.